Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute werden wir gemeinsam einmal die Einspritzdüsen meiner Gasanlage austauschen. Und zwar habe ich eine Tartarini-Gasanlage hier in dem Fahrzeug verbaut mit aktuell Evo 07 Injektoren. Die Evo 07 Injektoren gibt es nicht mehr, deswegen werden wir diese gegen Evo 08 Injektoren austauschen. Der Grund, weshalb ich das mache, ist, dass das Fahrzeug unsauber läuft. Ne? Auch ein Gasfilterwechsel hat jetzt nicht die erhoffte Besserung gebracht. Deswegen habe ich mich jetzt entschlossen, die Injektoren auszutauschen nach Rücksprache mit einem Gasprofi. Und die werden wir jetzt heute tauschen. Und zwar habe ich die bestellt. Sind recht teuer, die Dinger. Also Tartarini, wenn ihr wirklich viel mit der Gasanlage fahren wollt, wurde mir persönlich geraten, lieber direkt auf ein neues Prinz Front Kit umzusteigen. Grundsätzlich ist die Idee gut. Das Prinz Front Kit kostet jetzt nicht, also verhältnismäßig nicht die Welt. Ich glaube, für das Auto wären wir irgendwo bei 1400, 1500 Euro. Und die Injektoren hier kosten, also pro Rail, ich habe zwei Stück davon, kosten Retailpreis irgendwo ca. 300, 350 Euro. Ich habe die beiden jetzt sehr günstig bekommen. Ich habe die nämlich in Polen bestellt. In Polen sind die Ersatzteile um einiges günstiger. Ich verlinke euch einfach mal den Shop, wo ich die bestellt habe, und habe jetzt für beide zusammen, ich glaube, 200 nur bezahlt. So umgerechnet. Umgerechnet waren es knapp 200 Euro, glaube ich. Sind neu, also in Originalverpackung, Evo 08. Von daher gar kein Thema, kann man ohne Probleme einbauen. Und zwar werden wir jetzt genau das Teil, was hier drin ist, gegen den austauschen. Ist soweit eigentlich Plug and Play. Wir müssen halt lediglich die Schläuche umstecken und einmal alle Schellen erneuern. Das ist ganz wichtig, die Schellen müssen erneuert werden, weil das sind keine Schraubschellen, das sind Klemmschellen in dem Fall. Und da müsst ihr euch die Schläuche vorher mal ausmessen, bevor ihr das machen möchtet, und entsprechend passende Schellen halt da haben und eine Schellenklemmzange, irgendwie so. Ja, anschließend wie gesagt einbauen, und dann, das machen wir dann im nächsten Video, müssen die Dinger dann einmal soweit angelernt werden. Ne, dem Steuergerät muss dann gesagt werden, ey, du bist jetzt kein Evo 07 Injektor mehr, du bist jetzt ein Evo 08 Injektor. Dann werden wir im nächsten Video eine Grundeinstellung machen, sodass die Gasanlage erstmal so halbwegs läuft. Und anschließend werde ich dann die Gasanlage von einem Profi einstellen lassen. Also wirklich eine Einstellfahrt dann machen, um halt wirklich eine Feineinstellung reinzukriegen. Also diese Grundeinstellung ist okay erstmal so, aber man sollte damit nicht zu lange fahren, weil wie gesagt, die Map muss halt vernünftig angepasst werden per Hand, und das kann halt nur das Programm nicht, weil die Grundeinstellung lediglich im Leerlauf geschieht und nicht während diverser Fahrsituationen. Würde ich sagen, legen wir direkt mal los. Hier ist auch direkt schon so ein Temperatursensor mit dabei. Da müsst ihr auch drauf achten, eventuell braucht ihr den halt noch neu, weil da gibt es halt zwei Varianten von, einmal mit, einmal ohne. In dem Fall habe ich jetzt einen mit Sensor, einen ohne Sensor, weil es wird nur einer benötigt. Ja, würde ich sagen, nehmen wir los. So, wir kümmern uns jetzt erstmal um die erste Bank hier. Hierfür nehmen wir zu Beginn einfach die Stecker ab, die hier drauf sind. So, und legen die halt so beiseite. Dann geht es darum, das ganze System einmal drucklos zu machen. Ich bin jetzt schon ein bisschen länger nicht mehr mit Gas gefahren, deswegen denke ich mal, dass das drucklos sein wird. Hierfür am einfachsten einfach mal den Filter öffnen, um den Restdruck aus der Anlage zu bekommen. Okay, ist kein Druck drauf, also können wir wieder zumachen. So, und dann geht es im Prinzip daran, hier die Schläuche zu lösen. Wir lösen nur so viele Klemmen, wie wir wirklich benötigen. Also im Prinzip wäre es halt die Klemme und die drei hier. Und dann müssen wir die Einheit hier lösen. Die ist hier festgeschraubt. Ich weiß nicht, ist das 6er oder 8er Muttern. Und dann können wir die Einheit abziehen. Wie ihr seht, ist hier kein Temperatursensor dran. Der Temperatursensor ist an dem hier dran. Entsprechend kommt hier dann natürlich nur
Derail ohne den Sensor. Ja, um die Dinger zu lösen, nehmt ihr euch irgendwie so eine Zange oder sowas und versucht das alles mal ein bisschen hier so aufzuknipsen. So zum Beispiel. So, dann haben wir zumindest die drei schon mal hier gelöst. So, dann könnte man theoretisch die Schläuche hier schon so abziehen. So, und drei. So, alle drei Schläuche sind auf jeden Fall hier gelöst. Dann haben wir die kleine Klammer hier. Guck, ob ich die so. Zack. So. So, ist hier schon ein bisschen eingerissen. Wir haben genug Schlauch übrig, deswegen schneide ich hier dann später ein Stück ab. So, dann geht es darum, die Schelle hier noch zu lösen. Die könnte ein bisschen komplizierter werden, weil die doch schon sehr massiv ist. Das ist noch nicht weit genug gelöst hier. So. Dann können wir auch die Klammer hier abmachen. So, und dann haben wir im Prinzip die eine Rail schon komplett befreit von Schläuchen. Jetzt müssen wir hier im Prinzip die Muttern noch lösen. 7 ist das, glaube ich. So, ist doch eine 8er Schlüsselweite. Nehmen wir die hier. Versuchen die hier irgendwann zu lösen. Und wie ich sehe, dreht sich das alles mit. Okay, weil der Halter ist dann hier unten noch irgendwo befestigt. Das heißt, wir machen jetzt einmal diese Motorabdeckung hier los und dann gucken wir mal, ob wir dann da besser dran kommen. Nein. Siehe unten. Ach, richtig geil. Das Ding ist wirklich hier komplett unten. Einmal geschraubt. Und dann kommt das ganze Gerät hier raus. Jetzt seht ihr, wie das Ding befestigt ist, also wirklich so einmal bis hinten an die Einspritzdüsen und da eine Leiste mit dran geschraubt. So, ja, so ist das hier eigentlich gebaut. Werden wir gleich mal gucken müssen, weil ich sehe jetzt schon, dass diese Halterung hinten von der Evo 07 ein bisschen anders ist. Deswegen gucken wir mal, dass wir es jetzt beides mal irgendwie vernünftig umbauen. So, wie ihr sehen könnt, also wir haben hier von hinten, jetzt müssen wir mal gucken, so rum werden die dann sitzen. Die sind ein bisschen anders vom Aufbau her, also die Steckerform, Stecker sind gleich, nur die Abgänge der Stecker sind ein bisschen unterschiedlich und so wird das Ding dann später sitzen. Sind doch beide mit Temperatursensor, das heißt, den einen werden wir einfach nicht anschließen. Und jetzt sehen wir hier, wie es befestigt ist. Und ich werde wohl dieses Blech von den alten irgendwie umbauen und versuchen, hier an die beiden Punkte mit dran zu schrauben. Das heißt, ich werde noch gleich zwei Löcher noch bohren müssen. Ja, aber bauen wir jetzt erstmal das hier auseinander und dann kümmern wir uns darum. So, ich bin soweit. Ich habe das jetzt hier einmal umgebaut. Ich habe auch den Anschluss umgebaut. Der passt nämlich perfekt hier drauf. Musste hier im Prinzip zwei neue Löcher bohren. Die alte Halterung umbiegen einmal. Und ich habe hier die Dinger einmal gedreht, damit die Anschlüsse hinten sind. So kann ich dann besser mit dem Kabel gleich hier dran. Ich schiebe das jetzt einmal hier wieder so durch. Ne, und dann liegt das gleich halt so. Ne. Ungefähr. Ich muss es mal hier gleich mal vernünftig ausrichten, die ganze Geschichte. Ich mache jetzt, glaube ich, schon mal die Stecker drauf, weil sonst komme ich von unten gleich nicht mehr so gut dran. So, alle drei Stecker dran. Ist das hier schon mal ein bisschen komisch? Ich muss das einmal hier ein bisschen lösen. So, die drei sitzen jetzt so. Ich hoffe, das passt gleich von der Höhe, weil die schon etwas höher bauen. So, mal gucken. Oder ich baue mir das komplett irgendwie um. Das Problem ist, ich bin natürlich beschränkt, was die Kabellänge angeht. Ich könnte natürlich das Kabel irgendwie verlängern.
Aber möchte ich jetzt gerade ehrlich gesagt gar nicht. So, ich schraube das jetzt erstmal da unten wieder fest. Ich hoffe, ich komme da irgendwie mit der Schraube da wieder rein. So, jetzt ist das auf jeden Fall schon mal fest hier. So, jetzt geht es darum, hier die neuen Schelleneimer schon mal auf die Schläuche zu legen. So, und jetzt stelle ich fest, dass die Schläuche ein bisschen zu kurz sind. Also mir fehlen hier knapp 2 cm. Das heißt, ich muss den ganzen Halter hier nochmal 2 cm runtersetzen. Das machen wir mal eben, also alles nochmal raus. So, alles nochmal nachgearbeitet, wieder reingesetzt. Das passt so. Jetzt wieder hier die Schraube rein. So, dann können die Schläuche hier wieder drauf. Jetzt muss ich natürlich gucken, ich habe es ein bisschen hier rumgebogen. Aber das sollte kein Thema sein. Ich glaube, den lege ich hier ein bisschen anders rum, weil der ist ein bisschen hier sehr eng verlegt. So, alle sind drauf, alle 3 Schläuche. Jetzt müssen wir uns gleich um die Klemmen kümmern. Erstmal muss der Schlauch hier noch drauf. So, und dann haben wir hier so eine spezielle Schellenzange mit in der Mitte so einem Gegenstück, was halt im Prinzip verhindert, dass die Dinger sich halt nach oben hinweg drücken, die Schellen. Damit ziehe ich die jetzt alle mal fest und dann machen wir die andere Seite und dann sind wir soweit durch. So Leute, ich musste hier ein bisschen was umbauen in der Zwischenzeit noch. Und zwar ist mir aufgefallen, dass ich in der Position, wie sie vorhin waren, also so leicht schräg gestellt, die Motorhaube nicht mehr zubekommen habe, weil dann halt die Injektoren gegen die Dämmmatte bzw. gegen die Motorhaube halt gedrückt haben. Deswegen musste ich jetzt einmal die Injektoren komplett einmal drehen und das Flacheisen, worauf die montiert sind, nochmal anpassen. Also ein bisschen was wegflexen, dranbohren, umbiegen, damit die hier richtig schön satt flach auf der Ansaugbrücke liegen. Flacher als das geht jetzt wirklich nicht mehr. Die Dinger liegen jetzt im Prinzip genau hier auf diesem Resonator oder was das hier hinten noch sein soll. Ich werde da noch so ein Stück Filz drunter legen, damit das sich halt nicht irgendwie, das halt nicht schleift oder sowas. Ja. Was ich jetzt noch machen muss, ist halt hier die Schläuche noch verbinden. Die Seite ist komplett fertig, die muss noch. Und dann wären wir in dem Fall soweit durch, würde ich sagen. Ich hoffe, das läuft danach alles wieder. Grundsätzlich hätte ich eigentlich gerne auch die ganzen Schläuche einmal erneuert, weil die doch schon recht fest alle sind. Dafür habe ich aber jetzt nicht die passenden Schläuche. Und das würde ich vielleicht nochmal bei Gelegenheit dann mal machen, weil mir auch diese ganze Verlegung der Schläuche nicht so ganz gefällt. Des Weiteren haben wir das Problem, dass wir die Einblasdüsen, die in der Ansaugbrücke drin sind, an den Schläuchen, dass da die Klemmen auch ja, geklemmt sind. Das sind keine hochfesten hier Spannschellen, sondern das sind wirklich so Ohrschellen zum Klemmen. Und das ist natürlich von der Wartungsfreundlichkeit her absolute Grütze, was das angeht. Und das wäre jetzt ein Riesenaufwand, da jetzt alles einmal zu erneuern. Dafür muss man sich wirklich mal, glaube ich, einen ganzen Tag Zeit nehmen, um die ganzen Leitungen da wirklich vernünftig zu verlegen. Mir geht es jetzt hauptsächlich darum, die Anlage wieder ans Laufen zu bekommen. Wie gesagt, wir versuchen jetzt einmal hier alles wieder soweit schön zusammenzubauen und gucken uns gleich dann das Ergebnis im Detail nochmal an. So, hierfür, wie gesagt, die Schellen. Habe ich euch die Klemmschelle eigentlich, die Zange schon mal gezeigt? Ich weiß es nicht. Und zwar haben wir hier so ein Gegenstück, was halt im Prinzip die Klemmzunge hier runterhält, während man das Ding zusammendrückt. Funktioniert soweit super, muss ich sagen. Also wie gesagt, Klemmschelle ausrichten, auseinanderziehen. Hier einmal versuchen so einzuklemmen. So, dann befestigen wir jetzt noch mal hier einmal den Anschlussstecker von dem Sensor wieder. Der war mit dem Kabelbinder hier befestigt, den musste ich einmal lösen, damit er hier nicht so rumwackelt. Packen wir den wieder an seine vorherige Position. So, knipsen den Überstand hier ab. Und somit hätten wir alles fest.
Genau, was habe ich gemacht? Und zwar, ich hatte natürlich erstmal versucht, die Injektoren andersherum einzubauen, was mir dann aber nicht gelungen wäre, weil das Kabel, also der von dem Kabelbaum, zu kurz gewesen wäre, weil der Stecker im Normalfall zum Motor zeigt bei den Injektoren. Bei den alten hat er in die Richtung geguckt. Dementsprechend musste ich dann diese Magnetventile hier einmal komplett von dem Rail lösen, umdrehen und wieder neu draufstecken, damit der Stecker in die richtige Position auch zeigt, so wie wir es halt brauchen in dem Fall. Und das musste ich bei allen machen. Die musste ich halt, wie gesagt, nur umdrehen und die musste ich auch noch einmal wenden. Ja. So, das war es jetzt eigentlich. Also ich könnte jetzt, na gut, jetzt die Verkleidung. Ich weiß nicht, ob die Verkleidung jetzt nochmal passt, weil ich hier zum Entspannen den Schlauch hier andersrum gelegt habe. Nicht unter der Ansaugbrücke, sondern hier drüber. Deswegen wird wahrscheinlich die Verkleidung jetzt nicht mehr drauf passen. Aber das ist erstmal halb so wild. Damit kann man erstmal leben. Ich kann es mal probieren. Ja, das würde auf jeden Fall nicht passen. Das müsste ich hier dann so ein Stück aussägen. Das spare ich mir jetzt einfach. Ich schraube jetzt nur die Schrauben hier rein, damit ich die nicht verliere. Und dann machen wir das beim nächsten Mal dran, wenn ich irgendwann mal die ganzen Schläuche hier erneuere. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Also, das war eine ganz schöne Arbeit. Arbeiten an der Gasanlage bedarfen immer ein bisschen mehr Aufwand, weil halt, wie gesagt, das ist halt keine Standardarbeit. Was mich natürlich immer nervt, ist hier, wenn man diese ganzen Ohrklammern hat, die kann man halt immer nur einmal benutzen und muss die immer wieder neu kaufen, wenn man da was dran macht. Ist natürlich ein bisschen blöd. Da muss man sich irgendwie mal eine bessere Lösung für ausdenken. Ich weiß gar nicht, ob es in Deutschland überhaupt erlaubt ist, Schraubklemmen zu nehmen. Ich weiß halt in Polen, da wird alles verschraubt. Die nehmen überall diese normalen Schlauchschellen und gut ist, funktioniert auch irgendwie. Aber ich glaube, die haben auch keine Gasprüfung oder sowas beim TÜV. Ja, hier sieht es vernünftig aus. Ich werde jetzt die Tage mal den Laptop anschmeißen und dann werden wir gemeinsam hier die Injektoren neu anlernen. Denn da wir einen Wechsel haben von der alten auf neue Generation, müssen wir dem Steuergerät dies noch mitteilen. Das machen wir im nächsten Video. Und ja, wenn ihr Fragen dazu habt, Anmerkungen oder sonstiges, schreibt es in die Kommentare, gebt mir einen Daumen hoch und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.